Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 4. Schau, du hast jetzt jede Menge Spaß gehabt eigentlich. Warte, Outfit ändern, spazieren gehen. Hund, wo rennst du hin? Hallo, Hund? Hä, wo ist denn jetzt der Hund hin? Also das war, glaube ich, gerade buggy. Ah, okay. Entschuldige, dass ich dich störe. Ja, von mir aus. Alter! Benötigt Tampon. Oder ich blute, glaube ich, gerade voll durch. So, auf das müssen wir jetzt aber noch warten. Auf den Hund müssen wir jetzt noch warten. Hallo Liliana, tut mir leid, dass ich stinke. Seht ihr das überhaupt? Ja, so sieht man es, glaube ich, gell? So, Hund anleinen. So, was hast du jetzt hier für ein Ding? Hey Tim, willst du etwas unternehmen? Meine Eltern haben gesagt, ich kann rauskommen, nachdem ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Dann danke, ich bin gerade beschäftigt. Wir können in den Candy Store gehen. Lust auf Ice Cream, Lust auf dem Spielplatz zu spielen, Lust Spielzeug zu kaufen. Hast du nicht Lust, zu mir zu kommen? Boah, ist das scheiße. Aber eher auf den Spielplatz zu gehen. Du hast eine Stunde, um dich fertig zu machen. Wo haben wir denn hier einen Spielplatz? So, warte mal. Wir müssen jetzt hier hinjoggen, bitte. Hier hinjoggen mit dem Hund an der Leine. Okay. So, du hast die Kleine rausgelassen. Was machst du denn mit ihr jetzt? Baden? Oh, das ist aber nett von dir. So, und wir machen uns jetzt mal hier auf den Weg. Gruppe. Rauswerfen? Nee, warte mal, hä? Und von mehr Auswahl. Aktion, genau. Runde hinzufügen. So, und dann gehen wir auf irgendeinen Spielplatz. Wenn ich jetzt nur wüsste, auf welchen, wäre es auch voll cool, gell? Hoppla. Hier, okay, wir sehen uns bald, Tim. Du hast eine Stunde, um dich fertig zu machen. Ja. Hier ist eigentlich ein Spielplatz, gell? Da gehen wir jetzt hin. Annetta Fraze nehmen wir mit. Sandy Bart. Nadine Feng. Alina nehmen wir nicht mit, die ist noch zu klein. Gina. Kevin, Patrick. Oh, das ist zu viel, okay. Wir brauchen ein paar Leute. So, okay, wir können hier ein bisschen spielen, oder? Bitten. Okay, haben wir hier gar nicht so viel für Kinder oder was? Das ist nur die Schaukel, echt jetzt? Okay, Strandgut sammeln. Hier, wir machen einfach das gemeinsam. Ha, was haltet ihr davon? Bist du schwanger? Bist du dick oder schwanger? Ich glaube, du bist dick. Ne, das schaut mir eher nach dick aus. Wieso bist du eigentlich noch da? Du solltest doch nach Hause gehen. Geh nach Hause. Und nimm den Hund mit! Alter! Ich hatte doch gesagt, ich will dich anleinern. Sie vergisst voll auf den Hund. Lass uns spielen. Linderung der Menstruation. Dieses Medikament lindert die Symptome des Mut. Ah, okay. So, und jetzt gehst du bitte nach Hause. So, und ihr? Könnt ihr nicht eigentlich zusammen was bauen oder so? Hierhin? Zusammen hier hingehen. Okay, nein, das will ich nicht im Strand. Puh.
Okay. Das heißt, sie wissen absolut nicht, was sie machen sollen. Anstatt dass sie einfach alles zusammen machen. Nadine Feng. Oh, Nadine Feng hat sich. Wieso ist Cole noch immer da? Cole, du sollst nach Hause gehen. Das geht nicht, gell? Weil es nicht aktiv ist. Oh, so ein Scheiß. Oh, was haben wir eigentlich für eine Jahreszeit? Winter. Okay, passt. Wann ist denn der Winter eigentlich vorbei? Oh, der ist jetzt eh bald vorbei. Okay. Okay. So, Brianna, du bist bald arbeitslos, ne? Ah, genau, warte mal. Brianna hatte ja noch irgendeine Info. Ich glaube in der letzten Folge. Brianna. Da ist nix. Ah, da. Emily, das Meeresungeheuer. Einfach klasse, danke. Ich würde dir eine gute Bewertung schreiben, aber das ist mir gerade zu viel Arbeit. Okay, dann halt nicht. Also die Socken sind gut angekommen. Aufräumen. Kontrolle bitte hierhin. Der Kleine kann ruhig ein bisschen spielen. Ich meine, der Tag ist eh schon wieder fast vorüber. So, liebe Madame, es schaut doch besser aus, als es eigentlich ist, gell? Tampons, Binden, austauschen. So, das hier ist jetzt makellos und feucht. Zum Trockner hinzufügen dann bitte. Sie hat ihre Menstruationsbinde ausgetauscht und nobody to share the smile with. Was? From being alone. Okay. Ja, Mädel, du brauchst doch gar nicht allein zu sein. Das ist langweilig. Alter, was willst du denn machen? Wenn ich jetzt nur wüsste, was du machen willst. Aha, sie ist schon wieder müde. So. Wäsche trocknen, bitte. Dann gehst du bitte auch hier nach oben. Alter, reparieren. Daniel Vödel möchte vorbeikommen, abzuhängen. Ist das in Ordnung von mir aus? So, ich muss hier nämlich trotzdem Wäsche auf die Wäsche sauber und feucht in den Trockner hinzufügen, bitte. Perfekt, staubsaugen. Du kleine Maus, du kannst nämlich gerne wieder erstmal hier runterrennen. Oh. Oh, weil das Ding kaputt ist. Arme Puppen wegen kaputten Puppenhaus. ja, so, hier hingehen. Sie sind so süß. Mit Puppen spielen. Nee, warte mal. Setz dich mal hier hin. Geh mal hier hin. Kein Kind überprüfen. Du kannst das hier mal reparieren, bitte. Wegen Persönlichkeits. Was ist der denn? Meister. Enthusiastische, kreative und kontaktfreudige Freigeister, die immer einen Grund zum Lächeln finden. Zu den beliebten Hobbys der ENFP gehören das Schreiben, das Schaffen und die Wertschätzung von Kunst, das Spielen von Musikinstrumenten, Musik hören, am Gemeinschaftstheater teilnehmen und Belletristik lesen. Aha, okay. Verantwortung steigt bei dir, okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ist wurscht. So, wir müssen dann erstmal hier. Oh, er ist traurig. Wieso bist du denn traurig? Kann ich das nicht einfach öffnen? Bam. Schlüpfrige Frage stellen. Kann ich nicht irgendwas. Warte mal, du nimmst jetzt ein Gericht hier bitte und du nimmst dir ein Gericht. Weil die Kleinen sind schon wieder so müde. Wenn du dann fertig gegessen hast, kann ich dich irgendwie aufbauen oder so, nach Hause schicken.
Nach Karriere fragen. Angst vor Langeweile erwähnen. Ja, Bedenken des Gewichts. Keine Ahnung, ist mir egal. Was machst du denn jetzt? Du machst eigentlich gar nichts, gell? Du kannst hier das Töpfchen, glaube ich, Alina beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. So, keine Ahnung, warum ich jetzt hier. Warte mal, du kannst hier das mal auffüllen. So, freundschaftlich. Nach Vorlieben der Attraktivität anderer Sims fragen. Okay. Ben Sommer. Keine Ahnung. Nach Karriere fragen. Okay, das interessiert ihn nicht. Lebensstil gewonnen. Oh, warte. Diego hat den Lebensstil gesellig freigeschaltet. Greife auf den Abstand Lebensstil. Was heißt das jetzt? Belohnungen-Store. Kein Schweiß. Was heißt das jetzt? Sexuell verlockend. Alter. Lizenz für paranormale Ermittlungen. Selten müde. Für immer frisch, mutig. Niemals erschöpft. Ich glaube, da sind ein paar auch dabei, die ich. Ja, gut, wurscht. So, warte. Lebensstil. Was heißt das jetzt? Gesellig. Kann schnell Freundschaften aufbauen, hat es jedoch schwer, gute Freunde zu finden oder noch intensivere Beziehungen aufzubauen. Verschiedene Vorteile durch die Interaktion mit drei oder mehr Freunden gleichzeitig oder durch Schließen einer neuen Freundschaft. Geringere Wahrscheinlichkeit, langfristig Gefühle zu Freunden zu entwickeln. Erhöhtes Bedürfnis, soziale Aktionen auszuführen. Angespannt, wenn weniger als vier Freunde hat. Okay. Diego, wir machen was für dich. Okay, na, wobei, du bist eh recht. Ich einfach die Wäsche mal ansehen. So, Gruppen. Du hast ja nämlich eine Gruppe, die werden wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Und zwar werden wir hier einfach mal das Zuhause auswählen. Und haha, grillen, Yoga machen, trainieren, schwimmen. Schwimmen geben wir mal weg. Was könnten wir denn noch machen? Hobbys. Lesen. Nacktheit akzeptieren. Alter Falter. Schreiben, schnitzen. Haben wir hier irgendwo Fernsehen, Filme ansehen? Genau. So, Versammlung starten, bitte. Dann hast du nämlich hier. Warte mal, der Kleine soll eigentlich auch wieder mal nach Hause kommen. Gell? Komm mal wieder nach Hause. Hierher bringen. Okay. So, Fernsehen. Nee, nicht du, sondern du. Zusammen Fernsehen. So, du, mein Lieber, musst eigentlich nur aufs Klo. Hör mal auf, das anzugucken. Du gehst jetzt hier aufs Klo und dann gehst du gleich mal schlafen. Ist eh schon wieder voll spät. Brianna ist auch einfach schon schlafen gegangen. Du bist. Oh. Oh, kleine Maus, geh einfach schlafen, bitte. Du gehst bitte auch schlafen. Lebensstil gewonnen. Ebenfalls gesellig, oder was? Nee, oder? Ernsthaft jetzt? Aktiv. Was haben wir hier jetzt? Das ist auch aktiv, okay. Ja, das wird ja interessant. So, die kleine Maus geht selber schlafen. Sehr schön. Du kannst hier ein bisschen mit deinen Leuten was machen. Zusammen Kanal wechseln. Geht das irgendwie? Oh, du hast jetzt gar keine Hausaufgaben gemacht, gell? Oh, du hast gar keine Hausaufgaben gemacht. 9 Stunden. Okay, du wirst dann wohl vorher, glaube ich, wach sein wieder. Wieso tust
tun sie nicht fernsehen. Was soll das? Okay, dann geht einfach alle wieder heim. Ich muss sie schlafen gehen. Ich muss eh schlafen gehen. So, verpisst euch. Geht weg. Kst. Dich schicke ich auch nach Hause. Ausschalten. Hallo, Daniel Völl. Nach Hause schicken, bitte. Hallo? Ich muss jetzt gehen. Versuche mich nicht allzu sehr zu vermissen. Auf Wiedersehen. Ich werde dich ganz bestimmt nicht vermissen. Egal, was du sagst, tust oder vorhast, ich werde dich nicht vermissen. So, wir gehen hier jetzt schlafen. Was sind wir da klein? Die braucht voll lang, bis sie schlafen geht. Weil sie ist voll traurig. Und das Klo ist voll hässlich. Planschen. Hoffentlich nicht. Okay, also den Staubsauger braucht man jetzt nicht unbedingt irgendwo hingeben oder so. Warte mal, haben wir das hier auf Plopsi anbieten? Lass uns spielen. Okay, den braucht man nur im Inventar haben. Zur Baby machen. Ah, sitzen. Schlafen. Warte mal, du sollst auch noch fertig schlafen. Schlaf dich aus. Bitte schlaf dich aus. Tu mir den Gefallen. Ah, da haben wir schon wieder Dreck. Meine Güte. Da wird schon wieder alles dreckig. Ernsthaft jetzt? Okay, warte mal. Oberflächlich reinigen. Achso, nein, nicht du. Oder doch du. Verwenden, oberflächlich reinigen. Du bist wahrscheinlich hier. Tampon verwenden. Tampon und Binden austauschen. Eigentlich will ich das ja gar nicht. Eigentlich will ich das wieder wegmachen. Habe ich immer noch die Regel? Wahrscheinlich schon, gell? Verwenden. Okay, warte mal, dann leicht staubsaugen. Mach das mal. Ist gerade so richtig ekelhaft, was du machst. Eklige Sanitäranlagen, richtig. Ey, warte, stopp. Hilf ihr doch mal. Perfekt, staubsaugen. Okay, das sollten wir dann vielleicht mal machen. Sie braucht dann zwar wirklich immer den ganzen Tag, bis sie fertig ist mit Staubsaugen, aber so die Kleine, die stinkt leider auch. Austauschen, verwenden. Perfekt, staubsaugen, echt jetzt? Alter Falter, ist das anstrengend. Du bist die ganze Zeit eigentlich nur am Putzen, am Machen und am Tun und bist du deppert? Ja, toll ausgetauscht. Kann ich die irgendwann weggeben auch noch? Hat sie doch die Regel ja schon, gell? Was stand da jetzt? Der Zyklus endet in 21 Stunden. Zudecken. Oh, wie süß. Der Hund ist... Okay, er war angespannt. Was hat sie da jetzt gemacht? Perfekt, staubsaugen. Okay. Weißt du was? Du wirst jetzt noch in Dusche singen, bitte. Nachdenken. Alter, was macht die Katze da? Habt ihr das jetzt gesehen? Die Katze ist voll buggy. So, perfekt. Staubsaugen bitte. Eigentlich könnte ich ihm auch gleich mal hier Nocci zubereiten. Nee. Mach einfach nur mal die Reste.
Oh, du bist auch da. Reste nehmen. Du musst sowieso bald in die Schule, gell? Du gehst jetzt was essen und dann musst du noch mal eben schnell Hausaufgaben machen. So, Manuel Schmitz. Nein, ich habe leider zu tun. Tut mir leid. So, was ist mit dir jetzt? Musst du heute arbeiten? Freitag? Ja. Du gehst dann heute mal zur Arbeit. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, gell? Du machst hier perfekt sauber, gell? Staubsaugen. Toll. Ich finde es ja toll. Also, das wäre echt praktisch, wenn du hier in einem Raum stehst, im Vorraum stehst, du saugst den und alle anderen Räume werden auch sauber. Das wäre so praktisch. Dann wirst du hier auch gleich mal saugen. Bist du deppert? Das braucht alles Zeit. Alles Zeit, alles Zeit. Dann werden wir die kleinen Hausaufgaben fertig. Oh, hast du schon gegessen jetzt? Nee, gell? Hier, Reste nehmen bitte. So, du gehst bitte zur Arbeit. Es ist so lustig, wenn man da zuguckt. Was ist jetzt mit dir? Du isst eh, gell? So, das stellen wir wieder zurück. Okay, eine kleine Maus ist wach. Die kümmert sich jetzt mal eben schnell hier streicheln und umarmen. Genau, das machst du jetzt mal. Und dann kannst du gerne mit den Puppen spielen. Du, mein Lieber, mit Brenna plaudern, Rose anbieten. Oh. So, ich bin fertig. Oh. Danke, Schatzi. Schau, wir können wieder ein bisschen Romantik hier einen Kuss hauchen. Was ist denn jetzt los? Was war denn jetzt los hier? Krämpfe? Schon wieder? Kopfschmerzen? Alter Falter. Kann ich dagegen eigentlich irgendwas machen? Körperpflege, Besuch im Krankenhaus, Impfung besorgen, Medizin bei Krankheit, menstruationslindernder Medizin. Oh! Oh, was haben wir da noch? Warte mal, was stand da noch? Periodenentferner. Verhindert menstruelle Zyklen für Brianna. Fitness. So, liebe Brianna, du musst erstmal was essen. Tu mir den Gefallen und iss mal was. Dann Gourmet müssen wir noch weiter lernen, glaube ich. Hummer Tortellini. Das können wir dann gerne machen. So, du gehst fleißig arbeiten, fleißig lernen. Oh, sie kann nun Kunst betrachten. Oh, wie süß. Das heißt aber eigentlich, sie ist soweit fertig, oder? Nein, ist sie nicht. Denken und Kommunikation noch. Okay, meine Liebe, du wirst jetzt hier ein bisschen denken lernen. Setz dich hin. Und dann wirst du. Warum auch immer deine Schwester zwei drin hat. Ah, da ist eher noch eins. Okay. Okay. So. Nein, nicht du. So, warte. Hier. Denken lernen, bitte. Brianna, es ist kurz vor 9 und du kommst jetzt erst zum Essen. Aber das ist jetzt so richtig. Das ist jetzt mit dem Staubsaugen und so. Das ist jetzt so richtig Dingens Tag. Nein! Warte. Urlaubstag nehmen. Wir können nicht arbeiten gehen. Echt nicht. Ich habe ja gesagt, ich nutze diese freien Tage hier, die ganzen Urlaubstage nutze ich bis zum Schluss aus. Also es ist schon, es dauert ziemlich lang, muss man sagen, wenn man da über 20 Urlaubstage hatte. Oh. So.
Genieße den freien Tag. Wunderbar. So. Madame, macht das hier mal bis zur Perfektion Staubsaugen? Bis zur Perfektion polieren, oder? Oh, mit deinem Hund spazieren gehen. So, was passiert jetzt, wenn ich das nur staubsauge? Jetzt bin ich mal gespannt. Das möchte ich mir jetzt noch angucken. Was? Der Besuch des Direktors. Der Direktor stattet der Klasse von Tim heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Tim sich entschieden, ihn mit irgendetwas zu beschießen. Soll er das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Bitten aufzuhören. Hör auf oder ich sag's. Das Kind rollt den Zettel auf und feuert ihn auf Tim. Was? Warte mal. Doch leider verfehlt das Geschoss sein Ziel und findet bla bla bla. Was? Hä? Warte. Ey, ich wollte das doch noch durchlesen. Scott ist in der Kanzlei von Turgier angesehener Partner. Er bringt ihr jede Menge Geld ein und hat deutlich mehr Siege als Niederlagen errungen. Allerdings hat Diego kürzlich herausgefunden, dass sich Scott nicht immer korrekt verhält, überhöhte Rechnungen stellt und Entscheidungen gegen den Willen seiner Mandanten trifft. Ohne seine Einnahmen könnte die Zukunft der Kanzlei in Gefahr bringen. Zur Rede stellen. So, vor den Füßen der Lehrerin. Verärgert schickt die Lehrerin sie beide auf den Flur. Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Ich glaube, ich sollte das Kind einfach mal ignorieren. Ich habe immer einen auf den Deckel bekommen. So. Oh. Scott ist zutiefst beleidigt und stürmt wütend davon. Auf seinem Weg zum Ausgang rutscht er allerdings auf einigen herumliegenden Dokumenten aus und stürzt. Er verklagt die Kanzlei jetzt wegen dieses Arbeitsunfalls und Jäger wird für das Debakel verantwortlich gemacht. What? What? Echt jetzt? Das ist aber ziemlich kacke. So, jetzt, dir ist schon langweilig, oder was? Schau, die Kleine wird jetzt dann eh jeden Moment wach. Die stinkt schon wie Sau. Hoppala. Hä? Warte. Nein, das geht nicht. Ich möchte das jetzt noch da haben. Ich möchte die Kleine noch hier baden schicken, irgendwie. Nee, warte, was? Hä? Was ist denn da jetzt los? Ah, genau, das war's. So. Ich möchte es unbedingt noch schaffen, dass ich die Kleine hier baden schicke. Du lernst. Angebotsdauer für den Artikel ist abgelaufen. Oh. Das ist ja wie will haben. Ah, ist abgelaufen, abgelaufen, okay. Sag mal, wie lange pennt die denn noch? So, werd mal wach. Ich muss dich wach bekommen. Hier, baden, baden. Alina. So, Alina stinkt fürstlich. So, dann würde ich jetzt mal sagen, ich werde hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Und ja, bis dahin würde ich dann erstmal sagen, ciao, ciao.